Sie sind heute in Ihrer Heimatgemeinde zu Besuch. Ja. Sie sind geborene Nauheimerin. Ja. Und gehören zur Großfamilie Däne, die einigen von uns noch bekannt sein dürfte. Frage: Welche Erinnerungen haben Sie an den EC und die Stadtmissionsgemeinde Ihrer Jugendzeit? Wunderbare Erinnerungen. Gott hat mein Leben über die Maßen gesegnet und dazu beigetragen haben, neben der Handreichung des Heiligen Geistes, die Gebete meiner Geschwister in der Bad Nauheimer Stadtmission. Es war für meine Eltern schwer, dass ich mit dieser Behinderung geboren bin. Und die Geschwister in der Gemeinde haben gebetet. Und Bruder Kögel war der Freund meines Vaters. Und nach meiner Konfirmation wollte ich gerne noch mehr den Herrn Jesus kennenlernen. Ich hatte ihm von ganzem Herzen auch als Kind schon mein Ja gegeben und bei der Konfirmation das nochmal festgemacht, denn wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagten meine Eltern, ja, dann geh doch mal in den EC und in die Stadtmission. Ja, und da lernte ich, was Wiedergeburt ist. Dann haben wir Seminare durchgeführt, bekam ich ein Herz für die Mission. Und dann hat mich Gott tatsächlich gerufen. Mit 20 hatten wir eine Freizeit mit dem EC in Spanien. Da war Rainer Geis und Friedhelm Boller. Und ich ging in Friedhelm Bollers Nordostgemeinde in Frankfurt. Da hatte ich mit meinem Theologiestudium begonnen. Und kurz vorher, an Pfingsten, war eine Jugendkonferenz bei uns bei Moosbach mit Pfarrer Rieker. Wer ist bereit, unter den vielen Jugendlichen, die da waren, dem Herrn Jesus in die Mission zu folgen? Ich habe gestreckt, aber nicht gedacht, dass ein Vierteljahr später mit Rainer Geis und Friedhelm Boller auf der Freizeit in Spanien, habe ich in meiner stillen Zeit gelesen, ihr sollt in den fernen Ländern meinen Ruhm verkündigen. Stand damals in der Losung und ich habe gedacht, das steht halt heute mal da, Jesaja 42, Vers 12, das betrifft mich nicht. Ich komme nach Hause, bekomme ich von zwei verschiedenen Leuten das gleiche Wort. Dann habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn du das doch willst, dann sag's mir nochmal in meinem Studium. Ich habe dann die Zwischenprüfung in Göttingen gemacht und Liesel Schütz kennen vielleicht einige noch von euch. Die hatte mir gesagt, geh doch nach Krelingen ein Semester. Und dann habe ich gebetet, dann sag mir es doch nochmal, wenn ich in Krelingen bin. Ich habe aber mein Gebet vergessen. Ich lese in meiner Bibel und da komme ich wieder auf Jesaja 42, Vers 12. Herr Jesus, du hast mein Gebet erhört. Jetzt brannte mein Herz. Und ich fragte die Missionare, und alle Missionswerke sagten nein. Dann habe ich zu Gott, weil ich behindert war, das haben sie mir nicht verraten, war ja auch gut so, aber nachher habe ich das dann alles gehört. Aber nach 7 Jahren Gebet öffnete der Herr eine Tür und sie suchten in Montevideo eine Lehrerin. Und sie haben mich tatsächlich genommen. Das konnte ich nicht fassen. Sie haben jetzt schon die nächste Frage genommen. Sie haben eigentlich eine voll abgeschlossene theologische Ausbildung. Ja, diplomiert. Und sind dann aber nach Montevideo gegangen. Ja. Und wie das gekommen ist, haben Sie schon gerade gesagt. Ja. Vielleicht können Sie kurz beschreiben, welche Arbeit Sie dort getan haben. Ich durfte junge Menschen unterrichten aus Europa und aus ganz Lateinamerika. Es war eine so große Freude. Da ich behindert war, hatte ich immer nicht so den Anschluss an Kinder, junge Leute. Es war so wild immer, da musste ich gucken, dass ich nicht umfalle. Und dort durfte ich 15 Jahre jungen Menschen die Bibel erklären. Mein Herz jubelte, dass Gott sein Wort erfüllt. Die Bibel unterrichten und dann viel Seelsorge. Die Einheimischen, die Europäer. Ja, Tag und Nacht, es war sehr viel. Aber dem Herrn sei Lob und Dank. Sie sind dann nach 15 Jahren nach Deutschland zurückgekehrt? Weil ich nicht mehr die Treppen laufen durfte. Ich brauchte die Krücken, dann brauchte ich den Rollstuhl beim letzten Heimaturlaub. Und dann rief mich Haus Felsengrund. Frau Dr. Wasserzug war heimgegangen
Und dann bin ich 1994 nahtlos von Montevideo nach Haus Felsengrund in Zafelstein geflogen und gefahren und durfte dort dann auch wieder Bibelunterricht machen, Bibelseminare, viel Seelsorge, Tag und Nacht. Ich habe gesagt, ich habe nur noch kleine Kraft. Und dann kam mein Gerhard. Nach 7 Jahren in Zafelstein kam mein Gerhard, würden Sie meine Frau werden? Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich bin behindert. Er hatte mich 17 Jahre vorher schon einmal gefragt. Da war er 31 und ich 30 in Brasilien. Und damals, als ich ins Gebet ging, gab mir mein Gott, wer sich auf sein Herz verlässt, ist ein Narr aus dem Buch der Sprüche. Und einer erdenkt sich seinen Weg und er führt ihn zum Tode. Dann wusste ich, wenn ich mich auf mein Herz verlasse, sage ich jetzt ja. Und ich sagte ihm, nicht um ihretwillen, damals siezten wir uns noch, um Jesu willen, ich würde ihn betrüben, wenn ich meine Berufung verliere, muss ich Nein sagen. Und es ging mir ein Stich durch Geist, Seele und Leib. Und ich musste damals den Galaterbrief unterrichten. Herr Jesus, was ist die Botschaft des Galaterbriefes, habe ich gesagt. Und dann durfte ich es erleben. Nun lebe nicht mehr ich, nicht was ich will, Christus lebt in mir. Und ich ahnte nicht, dass auf diesen Schritt der Selbstverleugnung nach 17 Jahren mein Gerhard immer noch auf mich wartete und noch einmal fragte. Und wir dann 20 Jahre einen gesegneten Dienst tun durften. Denn als wir heirateten, sagten sie in Zafelstein, jetzt macht alleine weiter. Ich sagte zu meinem Gerhard, ich kann nicht mehr. Aber dann bekamen wir die Apparate, macht Kassetten, macht CDs, macht MP3s. Und dann kamen die Bestellungen, die Einladungen in die Bibelheime, in die Gemeinden, in Kirchen und Freikirchen. Und es ist jetzt 22 Jahre, dass dieser Dienst geht, Love. Wir haben gesagt, wie nennen wir es? Lehret alle Völker, Love, lehret alle Völker. Und so bekommen wir viele Bestellungen, unter anderem auch aus Afrika. Aber auch hier in Europa, Österreich, Schweiz, Deutschland und sehr viele aus Kuba. Das darf vielleicht mein nächster Einsatz werden, da haben wir noch mehr Einladungen. Und jetzt kam Afrika. Mit meinem Gerhard haben wir jeden Tag gebetet, nicht jeden Tag, aber immer durchgebetet, die einzelnen Kontinente. Nachmittags nach dem Kaffee auf die Knie gegangen, Herr. Und als ich jetzt Abschied nehmen wollte in Berlin, es war alles sehr abenteuerlich und mit viel Wundern, wir haben einen Gott, der uns sieht und Wunder tut, bin ich mit meinem Auto, ich konnte ja nicht fahren, mein Gerhard hat ja immer gefahren, da war ich ja glücklich, durfte ich nach Berlin und dort fragte mich eine junge Medizinstudentin, nein, sie fragte nicht, sie sagte, ich würde mit dir nach Kenia gehen. Sie hat nicht gedacht, dass ich zusage, aber ich war vorbereitet durch unsere Gebete. Herr Jesus, ist das grünes Licht von dir? Und nach einem Vierteljahr flogen wir ab. Besonders erfreut war ich, als ich das Buch entdeckte von René Page, weil ich ja auch mit Krishna eben verbunden bin. Und da war sein Thema die Wiederkunft Jesu. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, die Wiederkunft Jesu von René Page, durch Krishna herausgegeben. Und dann entdeckte ich Bücher von Otto von Bibra. Auch er hatte dieses Thema. Für mich war das mehr oder weniger neu, aber das habe ich dann auch in Südamerika weitergegeben, unseren Geschwistern dort, sowohl den persönlichen Heilsplan, wo gehst du hin? Sie können ihn hinten mitnehmen, dann auf dem Büchertisch. Das ist der erste 4-Farben-Druck meines Gerhard gewesen. Er war Drucker in Brasilien, unser Drucker, und hat die vielen Millionen Traktate und Kalender gedruckt. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Und wir dürfen dazu beitragen, wir alle, dass sie ihn finden. Und dann der globale Heilsplan. Wir haben auch unten am Büchertisch ausgelegt, dürfen Sie sich gerne alles mitnehmen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und auf der Rückseite die Offenbarung erklärt,
aus dem prophetischen Wort vom Herrn Jesus, Matthäus 24, Vers 15, sagt er, wenn ihr dann seht den Feigenbaum und alle Bäume ringsherum und schaut doch mal bei dem Propheten Daniel nach. Und dann musste ich Daniel unterrichten in Montevideo. Das war ja neu für mich, aber es war sehr gute theologische Literatur, die mir viele Fragen beantwortet hat. Und ihr findet das hier zusammengefasst in dem globalen Heilsplan. Und jetzt können wir beginnen mit der PowerPoint. Wir finden in der Bibel, dass Gott sagt, in Psalm 68, Vers 32, Afrika streckt seine Hände aus zu Gott. Es ist der Himmelfahrtspsalm, ein Himmelfahrtspsalm, Psalm 68. Und wir sehen hier, wie Gott sowohl für uns in dieser Zeit der Mission, von Pfingsten an, bis wir heimgerufen werden, am Tag der Entrückung, der Auferstehung, Afrika seine ausgestreckten Hände füllen dürfen. Und dann finden wir in 1. Mose 9, Vers 25 bis 27, Noahs Völkerprophetie über alle Länder der Erde oder über die Kontinente Sem, Ham und Japhet. Aus diesen, heißt es in 1. Mose 9, wurde die ganze Erde bevölkert. Und so hat Gott Japhet, den Ältesten von Noah, in 1. Mose 10, 21 heißt es, dass er der Älteste war, obwohl Sem als Erster genannt wird, geistlich, aber weltgeschichtlich, wurde Japhet als Ältester verantwortlich für Kultur, Politik, Wirtschaft, Technik, Wissenschaft, Forschung und hat die Welt nicht von Anfang an, aber das war die Völkerprophetie Noahs, Japhet soll Ausbreitung heißen. Die indogermanischen Völker haben die Hauptverantwortung von Gott bekommen, die Welt zu segnen, eben durch Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und alle Gesellschaftsbereiche. Dann Sem, in der Mitte, der zweite Sohn, der ist ja der Ahnherr vom Herrn Jesus. Durch Sem sollten alle gesegnet sein, nämlich Sem, Abraham, durch Abraham Israel, und das Heil kommt von den Juden. Wir haben die Bibel von den Juden, wir haben den Herrn Jesus von den Juden. Und dann schließlich Kanaan. Über Kanaan stand Gottes Fluch, weil Ham nicht nach Gottes Willen gehandelt hat. Gott gefällt es nicht, wenn wir die Blöße des anderen aufdecken. Und darum stellte Gott in dem Völkerbund mit Noah Ham unter einen Fluch, du wirst ein Knecht aller Knechte sein, lesen wir in 1. Mose 9, Vers 25, 26 und 27. Und als ich das vorbereitete für meine Afrika-Reise, fiel mir ein, hat mich Gott daran erinnert, ein Knecht aller Knechte war wer? Der Herr Jesus. Der Herr Jesus wurde ein Knecht aller Knechte, um uns aus der Knechtschaft von Satan, Sünde und Tod herauszuholen. Gelobt sei Gott, er machte sich eins mit unserer Sünde, damit wir freien Zugang haben zu ihm und seine Knechte jetzt sind und frei von allem anderen. Als Verbindungskontinent in der Mitte des Globus zwischen Nord und Ost und West, zwischen Europa und Asien hat Gott Afrika eine zentrale Stellung gegeben, geografisch und weltgeschichtlich und für seine Heilsgeschichte an Weihnachten und Ostern. Als ich mich vorbereitete und dann weiter verkündigte dort, dass Gott Afrika gebrauchte, nämlich Ägypten, um den Herrn Jesus zu bewahren vor dem Mord von Herodes. Gott gebrauchte Ägypten, Afrika, um den Herrn Jesus zu bewahren, dass er sein Meisterwerk auf dem Kreuz von Golgatha zur Sühnung unserer Sünden vollbringen konnte. Da haben sie geklatscht, als ich ihnen das sagte. Sie waren so ermutigt. Und wenn ich in Brasilien auch schon viel Seelsorge hatte, auch von Schwarzen aus Brasilien und herum, dann merkte ich immer die Minderwertigkeitskomplexe. Sie waren immer auf die Seite gestellt, Knecht aller Knechte, ausgebeutet, überall. Aber Gott gebrauchte Afrika, um an Weihnachten den Herrn Jesus zu bewahren für sein Meisterwerk an Ostern.
Und an Ostern sehen wir, er gebrauchte wieder einen Afrikaner, nämlich Simon von Kyrene. Der war aus Libyen, um Jesus zu helfen, das Kreuz zu tragen. Der Herr Jesus war ja durch die Schläge so geschwächt, dass die Soldaten sahen, er braucht Hilfe, damit er ans Kreuz kommt. Und so gebrauchte Gott Afrika, Libyen, damit Ostern wurde und die Welt befreit von der Sünde, von Satan und vom Tod durch das Meisterwerk unseres Herrn Jesus an dem Kreuz von Golgatha, als er sein Blut vergoss für unser aller Sünden. Am Flughafen fragte der am Checkpoint ganz erstaunt, kommen Sie nur, um das Evangelium uns zu verkündigen? Ja, sagte ich ganz glücklich. Er hat wahrscheinlich oft welche erlebt, die eben nur als Touristen kamen. Nein, wir durften ihnen das Evangelium bringen und er hat uns wohlwollend willkommen geheißen. Mein Gerd und ich wollten früher schon fliegen nach Kuba. Zuallererst, weil wir dann noch mehr Bestellungen und Einladungen hatten. Aber es gab keine Liegemöglichkeiten, auch nicht in der ersten Klasse. Es hätte uns jemand bezahlt, es ging nicht. Und dann werde ich krank vor Schmerzen, ich kann nicht lange sitzen, stehen, laufen. Dann haben wir gebetet, schenkt doch, dass die Techniker was finden, damit man liegen kann und der Vordermann und der Rückmann dann nicht geschadet wird, nicht gehindert wird. Ja, und jetzt wusste ich das nicht. Ich habe meine Freundin in Uruguay angerufen. Victoria sagte, wir beten, Gott kann Wunder tun. Und wir haben gebetet und siehe da, wir kommen in die Lufthansa, man kann auf viele Knöpfe drücken. Dann der Sitz ganz runter, beim Hintermann, beim Vordermann und bei uns. Dann waren wir in Kenia, das war die Mission von meiner Hanna, der Medizinstudentin. Und der Gründer dieser Mission hatte meines Mannes Traktat, wo gehst du hin, in Englisch übersetzt. Wunderbar, Gottes Verbindungen. Und jetzt wird diese Mission weitergeführt und sie betreuen über 70 Kinder, dass sie das Evangelium hören und dass sie Essen bekommen, Kleidung bekommen. Und gleich am ersten Abend, da habe ich noch nicht mal einen Dienst gehabt, kommen sie und wollten das hier hören und sehen. Und es war für mich ein solch großes Glück, diese schwarzen Mädchen und Buben ja, zu sehen, live zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Die meisten waren Jungs und dann hatten wir aber auch eine Mädchengruppe von 20 bis 30 Mädchen und sie haben mich alle in den Arm genommen nachher und ich habe ihnen erklärt, was ich als Kind nicht verstanden hatte. Mir wurde ja in der Jungschar und dann auch im Kindergottesdienst wurde immer wieder auch von Kain und Abel gesprochen und ich habe damals nicht verstanden, warum Kains Opfer nicht angenehm war von Gott. Dem bin ich dann nachgegangen in späteren Jahren. Und dann fand ich die Antwort in Hebräer 11. Ja, Abel hatte ja eins der besten seiner Lämmer geopfert und das Lamm ist ein Typus, ein Bild für das Lamm Gottes, das der Welt Sünden hinwegträgt. Kain brachte den Ertrag der eigenen Arbeit. Und so sind alle Religionen, der Mensch will selber Gott gefallen, will selber etwas sein, ihr werdet sein wie Gott. Und so ist Kain ein Bild ja, für die Selbstverwirklichung des Menschen ohne das Kreuz. Und darum kann es Gott nicht gefallen. Denn wenn man nur ein bisschen Gift in die Milch tut, ist die ganze Milch ungenießbar. Und wir sind schon allein durch unsere Geburt voller Sünde. Haben wir gar nichts dazu getan. Kein Mensch konnte was für seine Geburt, somit auch nicht für die Erbsünde. Und Gott hat den Herrn Jesus gesandt, damit wir durch die neue Geburt jetzt Zugang haben zum Vater im Himmel und das neue Leben, nicht nur Vergebung der Sünden, sondern das göttliche Leben. Und so durfte ich ihnen das erklären und nachher kam der Leiter zu mir und sagte, vielen Dank für diese Botschaft. Da war ich sehr glücklich. Dann die älteren Jungen, denen habe ich den globalen Heilsplan erklärt. Und von 1. Mose bis Offenbarung, dann besonders Matthäus 24, das prophetische Wort des Herrn Jesus, bevor er auf das Kreuz ging. Und dann Daniel 9, Vers 24 bis 27, die 70 Jahrwochen, was ich ja unterrichten musste in Uruguay und dann beste Literatur hatte in Spanisch.
Und dann die Erklärung, Offenbarung 6 bis 19, was hier auf der Rückseite von dem Plan gut erklärt ist. Und es ist so schön, die einzelnen biblischen Bücher haben immer ein Schlüsselwort, durch das das ganze Buch erklärt wird. Und Offenbarung 1, Vers 19 sagt der Herr zu Johannes, schreibe, was du gesehen hast, Kapitel 1, offenbart sich der Messias. Was du jetzt siehst, was da ist, das ist unsere Zeit der Gemeinde, Offenbarung 2 und 3, die sieben Sendschreiben, unsere Zeit von Pfingsten an bis zur Auferstehung und der Entrückung der Gemeinde. Und was kommen wird, das ist Offenbarung 6 bis 19. Dann war mein Anliegen, besonders auch die Leiter der Gemeinden oder der Missionen zu treffen. Und Bischof Osenya von Kenia hat uns schon viele Jahre vorher eingeladen und Bestellungen gemacht. Dann habe ich für alle eingekauft, besorgt, bestellt Scofield-Bibeln. Weil Dr. Scofield nach meinem Ermessen unter vielen guten Studienbibeln erklärte am besten die Nationen, Israel, die Kirche, die Gemeinde. Dann habe ich ihm die allerschönste Studienbibel von Dr. Kyros Ingerson Scofield geschenkt und er war so bewegt, er stand auf und dankte erst einmal dem Vater im Himmel und dem Herrn Jesus für dieses Geschenk. Und dann sagte er, es liegt Finsternis über uns, sie kennen Gott nicht. Das hat mich auch sehr erschüttert. Die Afrikaner waren alle offen, wo ich hinkam, für die Bibel, für den Herrn Jesus. Aber sie haben keine Bibel. Sie haben keine Bibel nach 2000 Jahren Missionsarbeit. Das hat mich sehr berührt. Und er sagte dann, wir brauchen Bibeln in Kiswahili. In Kenia spricht man Kiswahili. In Uganda, Luganda und in Ruanda, unserem dritten Land, dann noch wieder einen anderen Dialekt. Wir konnten in Englisch dort arbeiten und da habe ich Ihnen dann auch, was wir nachher noch singen werden, das Heil kommt von den Juden, in Englisch gesungen. Und dann wollte ich von Ihnen hören, das hatte ich in Krelingen gelernt, in Kiswahili, wer kann uns Vergebung geben? Allein das Blut Jesu. Und dann haben sie das Lied rausgesucht und alle, die Mädchen, die Jungen, aus vollem Herzen gesungen. Hakuma, Hakuma. Es war innig und einzigartig. Dann ging es nach Uganda. Uganda war eine einheimische Mission, die True Light Mission. Gegründet von Pastor John Katumba 1995 und er ist auch vorletztes Jahr wie mein Gerhard heimgegangen. Jetzt hat der Pastor Martin Sendagi, das ist einer seiner Söhne, und sein jüngster Sohn Samson und die anderen sind dabei, die Mission neu zu konzipieren. Er, Pastor Sendagi, hat mit dazu beigetragen, dass sieben Gemeinden entstanden sind und fünf Schulen. Und rechts ist die journalistische Medizinerin, die uns dort begleitet hat. Und indem sie ein Patenkind aufgenommen hat 1995, entstand der Kontakt zu dem Pastor Katumba. Sie haben sie eingeladen, sie hat Freunde mobilisiert und dann ist in dieser kurzen Zeit diese Arbeit entstanden, die einheimische Mission in der sieben Gemeinden und fünf Schulen gegründet wurden. Wenn eine Gemeinde entstand, dann entstand immer auch eine Schule. Hier bei der Begrüßung, und wenn Sie YouTube haben, als wir ankamen mit drei Geländewagen, haben sie uns abgeholt und dann haben sie geklatscht und gehobt und uns entgegengekommen. Dann haben sie getanzt. Es ist unbeschreiblich. Auf YouTube wurde es aber aufgenommen und ihr könnt es dann dort nachgucken. Der Pastor wohnte in einem Haus, das war sehr schön. Da stand das erste Glaubensbekenntnis an der Hauswand, Römer 1, Vers 4, Jesus Christus, unser Herr. Das lag aber so hoch, man musste rotstaubige Straßen fahren, hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Und hier ist sein Haus, da sind wir angekommen, ausgestiegen
und der Dienst begann. Das ist Pastor John Katumba, der Bischof, der Gründer der True Light Mission in Uganda, bei der Hauptstadt Kampala. Das ist seine Frau Jane, also das Ehepaar John und Jane Katumba. Das waren sie in den 80er Jahren und die Kleinen sind jetzt groß geworden und haben zum Teil die Arbeit übernommen. Ja, zwei Glaubensschwestern aus dem medizinischen Bereich hat Gott mir gegeben, um diese Reise zu machen. In der Mitte übergeben sie eine Nähmaschine aus Deutschland. Ja, die Freunde von meiner Begleiterin haben Nähmaschinen gesammelt, Fahrräder und dann in Containern geschickt. Und rechts ist der Rektor der 5 Schulen, Bruder Andrew. Und er bittet um Material für die Schulen. Und ich durfte schon an alle schicken und alles ist angekommen. Und zum zweiten Mal schon an den Bruder Andrew. Hier bei der Begrüßung in der ersten Gemeinde, die Frauen haben uns wunderbar gesungen, seid willkommen im Namen Jesu, haben wir auch auf YouTube gegeben nachher. Und dann durfte ich ein Grußwort sagen und habe mit ihnen gesungen, Salvation comes from the Jews, das Heil kommt von den Juden. Und rechts war unser Gästezimmer, da stand an der Tür, bedeckt durch Jesu Blut. Durch den Animismus haben sie oft auch noch Bindungen aus dem vorigen Leben, von den Vorfahren her. Und da wissen sie, sie brauchen, und das brauchen wir ja auch, die Bedeckung, die ständige Bedeckung durch Jesu Blut. Dann habe ich mit ihnen in Englisch gesungen und dann kam gleich einer aus der Gemeinde, hat das Keyboard gesucht, den Ton gesucht und es mit uns gesungen. Wir werden es ja dann nachher noch singen. Ich konnte es nicht fassen, dass ich am Äquator stehe mit meinen lieben deutschen Freunden und den afrikanischen Geschwistern. Ganz links Bruder Andrew wieder, der Rektor der Schulen, neben ihm Pastor Israel, eben für die 5 Gemeinden verschiedene Pastoren verantwortlich. Dann auf den Märkten, das war schön, schön. Die Früchte, die Bananen und die Avocado so fein und die Ananas so saftig und die Melonen, so was Süßes, Feines. Jeden Tag haben sie uns eine Lunchdose mitgegeben mit diesen kleinen Früchten. Das war sehr erfrischend. Und dann sind wir eben immer mal auch ausgestiegen. Und dann waren sie immer offen. Ich habe dann immer die Traktate weitergegeben von meinem Gerhard. Oder so mit ihnen habe ich gesagt, kennen Sie Jesus? Der Herr Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Waren alle offen, in allen 3 Ländern. Ja, das Traktat meines Gerhard. Der Bruder Andrew wollte das auch haben. Über die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Das hat ein unbekannter Künstler gemalt und die Eidlinger Schwestern kennt vielleicht der eine oder andere vom Eidlinger Bibellesezettel her. Die haben uns die Rechte gegeben für das Gedicht, das innen drin steht. Kennst du das Ziel des Weges, den du gehst? Weißt du, wie nah du am Abgrund stehst? Bist du für die Gefahren taub und blind wie alle, die auf breiter Straße sind? Wo gehst du hin? Und am Schluss heißt es dann, dich sucht der Herr. Ja, hier habe ich es nochmal in Niederländisch. Wir haben es in, glaube ich, 15 oder 17 Sprachen übersetzen dürfen und verbreiten es so. Geht ein durch die enge Pforte. Ja, dass wir nicht auf der Grenze zweier Welten stehen bleiben. Vielleicht ist unter Ihnen noch jemand, der den Schritt noch nicht gewagt hat. Aber wir wollen dich herzlich ermutigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind alle dem Gericht übergeben durch unsere natürliche Geburt schon und dann durch die eigenen Sünden. Aber Gott hat den Herrn Jesus, sein Lamm, an das Kreuz gegeben, um Satan zu besiegen, die Sünde zu besiegen und den letzten Feind, den Tod. Dann, wenn du noch nicht den Schritt getan hast, dann gehe ein durch die enge Pforte. Sage, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komme du in mein Herz. Ich danke dir, dass du für alles bezahlt hast. Und dann beginnt das neue Leben von oben. Dann lernst du ihn kennen in der Bibel, wie wir es vorhin gesungen haben. Wunderbar der Text dieses Liedes. Ich liebe dich, Herr. Und weil ich dich liebe, lese ich dein Wort und möchte jeden Tag meine Liebe zu dir vermehren.
Dann die vielen Kinder. Es war so herzig, wie die uns begrüßt haben, mit Blümchen, mit Gesang, mit Tanz. Unbeschreiblich. Und ich konnte gar nicht allen die Hand geben, war ja klar. Aber ich durfte alles segnen. Und wir haben ihnen dann Bonbons verteilt. Und es sind Klassen, ja, das können wir uns hier gar nicht vorstellen in Deutschland. Klassen mit so vielen Kindern. Und es geht gut, sie unterrichten, die Kinder hören zu. Gerne nehmen sie auch unsere Luftballons und die Süßigkeiten. Und dann haben sie so schöne Kleider. Die Familien sorgen dafür, dass sie gut gekleidet sind. Und wir haben dann auch andere Kinder gesehen, die nicht in einer Gemeinde waren. Die liefen dann barfuß, hatten kein Frühstück. Und die Gemeinden sorgen eben dafür, dass die Kinder Essen haben und nicht barfuß kommen müssen. Und dann alle so nett gekleidet oder rot oder gelb oder blau. Das waren Vorbereitungen mit Trommeln für den Abschluss. In der Schule wurden auch die Eltern dann eingeladen, da haben sie ihre Tänze geübt. Dann wurde ein neues Gebiet dem Herrn geweiht für eine Kirche in Kabusirabo. Das war weiter weg von Kampala, wo der Missionssitz ist. Ja, und überall wurden wir mit offenen Herzen und Händen empfangen. Afrika streckt seine Hände aus zu Gott. Sie waren bereit zu nehmen und nahmen, was wir geben konnten. Hier der jüngste Sohn, Samson von Pastor John Katumba, der jetzt auch mit in die Verantwortung genommen ist. Und dieses Jahr will er heiraten, die Khatja. Und dann war es doch für mich zu viel. Ich bin dann zusammengebrochen in dem größten Gebiet, die Straßen, die Wege, ich konnte kaum das Auto hochsteigen, die mussten extra eine Treppe für mich bauen, aber das war trotzdem noch zu viel. Dann konnte ich nicht mehr, habe ich mich abseits hingelegt. Und dann kamen die jungen Leute und haben gesungen, der Herr segne dich und behüte dich. Das könnt ihr auch auf YouTube sehen, das habe ich jetzt nicht hier, aber ich konnte dann nicht mehr mit. Dann kamen die zu mir, klopften an die Tür, wir wollen mehr hören. Dann habe ich ihnen einzeln, also die kamen dann immer mehr, das war die Khatja, erklärt, die vielen Fragen, die Bibel erklärt, den Heilsplan, den persönlichen Heilsplan erklärt. Und dann sagte der, da war ein Journalistikstudent dabei, der sagte, das habe ich gleich meinen Kommilitonen erzählt. Die wollen das alle wissen, Wiedergeburt, das kannten sie nicht, von neuem geboren werden, durch den Heiligen Geist, durch Gottes Wort. Ich übersetze dieses Traktat in Luganda. Wunderbar. Dann habe ich mit ihnen gesungen, ich habe die Lieder zwar im Auto, aber ich dachte, es wird zu viel. Hier, ich habe so schöne Lieder von dem Holländer, ganz bekannt, jetzt fällt mir es nicht ein, Shirula Donai, die sind in Englisch und Französisch und Deutsch, alle über Israel, das habe ich mit ihnen zusammen gesungen in Englisch. Dann habe ich ihnen kurz erklärt, Matthäus 13. Matthäus 13 kommt, nachdem Israel Jesus abgelehnt hat. Matthäus 12 seht ihr, sie wollen ihn gar nicht, die Familie, macht doch diesen Dienst nicht jetzt, komm heim. Und dann wendet sich der Herr Jesus ab Matthäus 13 der Welt zu, oder wie soll ich sagen, ein Stück weit weg von Israel und beginnt dann in Gleichnissen zu reden und bezeichnet hier unsere Zeit. Es ist eine Zeit des Christentums, wo beides da ist, der Weizen, der gute Same, den Gott in die Welt gesät hat, der Acker ist die Welt, Matthäus 13, Vers 38. Und wir dürfen der gute Same sein, nicht nur das Wort Gottes, die Bibel, sondern wir selber der gute Same in allen Lebensbereichen, Matthäus 13. Also nicht wundern, wenn jetzt neben dem Weizen auch der Lolch wächst, die Fälschung. Gar nicht wundern, das hat der Herr Jesus schon gewusst, um zu sagen, nur Mut, vorwärts, sei mein guter Same mitten im Acker der Welt. Und Offenbarung 2 und 3, da habe ich hinten extra die 7-Cent-Schreiben mitgebracht von Pfarrer Lüscher. Nehmt es euch mit. Das ist unsere Zeit, die 7-Cent-Schreiben, bis zur Auferstehung der Entrückung der Gemeinde. Das ermutigt uns, wer überwindet. Und unsere Zeit der Vermischung, Laodicea, hat die größte Überwinderverheißung. Wer überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, wie ich überwunden habe und mich auf meines Vaters Thron gesetzt habe. Der Herr Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes auf seines Vaters Thron. Aber der Thron Davids ist noch leer.
auf den der Herr Jesus bestimmt war. Also als der Engel zu Maria sagte, dieser wird den Thron Davids einnehmen. Ja, noch ist es nicht geschehen. Aber wenn er wiederkommt, in großer Kraft und Herrlichkeit mit seinen Überwindern, dann wird er seinen Thron einnehmen. Und dann sagt er, und wer überwindet, wird dann mit mir auf meinem Thron sitzen. Darum Mut, in allen Schwierigkeiten, ohne Kampf keine Krone. Der Herr Jesus hat für jeden von uns ein Maß an Herausforderungen, an Leiden, damit er uns krönen kann. Dafür hat er sein Blut vergossen, um uns zu krönen, um mit dir und mir einmal ein Segen zu sein für diese Welt. In seinem Reich, Millennium, und dann übergibt er sein Reich dem Vater. 1. Korinther 15, 24 und 28. Und dann war mir wichtig zu betonen die Reinheit in Mode, Musik und Medien. Aber das war ihnen ganz vertraut. Als ich nachher ihre Missionsstatuten las, man muss rein in die Ehe gehen. Ja, ist die Ehe ist ja ein Bild für Christus und die Gemeinde. Dann auch in Musik und Medien. Und dann hat mich der Heilige Geist erinnert, sag ihnen doch, dass der Herr Jesus uns auch erlöst hat von den Sünden der Väter. 1. Petrus 1, 18 und 19. Ach, da hat sich Peter so gefreut, gesagt, das muss ich weitergeben. Er war so glücklich, dass er auch befreit ist von den Sünden seiner Väter. Dann Offenbarung 12 ist ja oft behandelt worden. Was bedeutet denn die Frau mit den 12 Sternen in Offenbarung 12? Ja, und das ist so schön im Zusammenhang mit der Prophetie Jesu, Daniel. Da sehen wir, die Frau ist Israel und nicht die, irgendwelche anderen, die dann sagen, die Zeugen Jehovas, wir sind die 144.000 und anderes. Wir müssen das Wort kennen. Wer ihn liebt, wird seinen Willen tun, muss sein Wort kennen, damit wir nicht irre gehen. Und schließlich, noch ganz kurz, habe ich Ihnen erklärt, Kolosser 1, 25, da heißt es im Urtext, Gott hat Paulus gegeben, die ganze Lehre zusammenzufassen, die Lehre vom Alten und vom Neuen Testament. Römer 1 bis 5, wie man zum Glauben kommt, die Gerechtigkeit allein aus Glauben. Römer 6 bis 8, die Heiligung. Römer 6, der alte Mensch muss am Kreuz bleiben. Sonst handeln wir ja nur seelisch, fleischlich und das ist nichts wert vor Gott. Römer 7, unser neuer Mensch, der muss seinen Bankrott erkennen. Ich will das Gute und tue das Böse. Ist es nicht so? Es ist so. Wir müssen unseren Bankrott des neuen Menschen erkennen, wenn wir gläubig geworden sind. Und Römer 8 aber, mit dem Herrn Jesus, mit dem Heiligen Geist, tun wir Gottes Willen. Das will er in uns wirken. Ach, da habe ich vergessen, das letzte, Römer 9 bis 11, habe ich auch noch vergessen, Römer 9 bis 11, Israel. Viele sagen, Israel hat seine Berufung verloren, jetzt sind wir, die Kirche, dran. Aber Gott sagt in Römer 11, Vers 25 und 26, Israel ist Blindheit zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und dann wird der Erlöser Israels kommen. Dann wird die Decke von Israel, wenn wir weg sind, wird Israel sich bekehren in der großen Trübsal und der ganze Überrest erlöst werden, sich bekehren. Und schließlich Römer 16, was die Kirche ist. Die Kirche ist an Pfingsten entstanden, die zwei Webebrote aus bekehrten Juden und Heiden, Juden und Nationen. Ja, sie waren so begierig, sie holten die Bibeln hervor, sie holten ihr Handy, wenn sie keine Bibel hatten, und haben dann über Internet die Bibelstellen gesucht, haben mitgeschrieben, ihre Fragen gestellt. Es war wunderbar, diese ausgestreckten Hände Afrikas zu erleben. Afrika streckt seine Hände aus nach Gott. Ja, Gottes persönlicher Heilsplan, die Wiedergeburt, die unbedingte Notwendigkeit der Wiedergeburt, Gottes globaler Heilsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann das Lied, das Heil kommt von den Juden, mit ihnen gesungen in Englisch. Dann den Unterschied erklärt Nationen, Israel, Kirche, Gemeinde. Der Herr macht in der Bibel diesen Unterschied, es wird es nicht vermischen. Und darum 75 Jahre Israel. Am 14. Mai 1948 hat Gott den Bund in Palästina erfüllt, angefangen zu erfüllen. Vorhin hat jemand die Bibelstelle genannt, 5. Mose 30, Vers 1 bis 5, gibt Gott
Mose den Bund in Palästina. Er hatte es schon zu Abraham gesagt, ich will dir geben ein Land, ein Volk und einen Segen. 1. Mose 12, Vers 2. Und in 5. Mose 30, Vers 1 bis 5, wiederholt er es und sagt, ich werde euch zurückführen in euer Land und euch mehr segnen als zuvor. Und deswegen freuen wir uns, dass Gott am 14. Mai 1948 Israel national wiederhergestellt hat. Die geistliche Wiederherstellung kommt erst, wenn wir beim Herrn sind. Römer 11. Und wir müssen unterscheiden, Israel ist Gottes irdisches Bundesvolk. Wir, die Kirche, die Gemeinde, die wahren Wiedergeborenen, sind Gottes geistliches Bundesvolk. Israel ist das Weib, das zurückkommt, dann in der großen Trübsal. Wir sind die Braut, die der Hochzeit des Lammes entgegeneilt. Epheser 2 und 3 wird es wunderbar beschrieben. Israel ist erwählt, aber die Gemeinde, die Kirche ist von Ewigkeit her erwählt. Gut, dass wir den Unterschied wissen. Und dann die Erlösung durch Jesu Blut von den Sünden der Väter, dass wir sagen dürfen, Herr Jesus, vergib mir die Sünde meiner Voreltern, väterlicher und mütterlicherseits. Ich sage mich los von jeder Bindung, die dadurch auf mir liegt. Das haben wir ja bei Abigail, ist es doch so schön, in 1. Samuel 25. Vergib doch deiner Magd die Sünde ihres Mannes. Ja, da ging es jetzt um die Ehe. 3. Mose 26 sagt Gott, wenn ihr dann eure Sünden bekennt und die Sünden eurer Väter, dann will ich euch neu segnen. Und schließlich noch, im griechischen Urtext gibt es nur ein Wort für Meisterwerk. Und dieses eine Wort für Meisterwerk wird nur zweimal angewandt, und zwar im Blick auf die natürliche Schöpfung, Römer 1, Vers 20, und nur noch einmal im Blick auf die geistliche Neuschöpfung, nämlich die Kirche, Epheser 2, Vers 10. Und so sehen wir an Gottes Heilsgeschichte, er hat die natürliche Schöpfung, uns alle, nur erschaffen um Jesu Willen. Ist das nicht herrlich? Um Jesu Willen diesen wunderbaren Kosmos erschaffen. Ja, und dann haben wir das nochmal zusammengefasst. Gottes Völkerbund mit Noah. Weihnachten hat er den Herrn Jesus bewahrt durch Ägypten für sein Meisterwerk auf dem Kreuz von Golgatha, unsere Sünden zu sühnen. An Ostern hat er Simon von Kyrene gebraucht, von Libyen, dass der Herr Jesus sein Kreuz tragen konnte und nicht vorher gestorben ist. Denn nur das Blut seines Kreuzes rettet uns. Wenn er vorher gestorben wäre, wäre das nicht gewesen. Und er gibt der Welt durch Afrika zwei Minister und einen Bibellehrer. Das hat mich ganz besonders gefreut. Als ich dann sagte, Herr, was sagst du über Afrika? Dann kam mir zuallererst der Staatsbeamte des letzten gottlosen Königs von Israel, Jeremia 38 und 39. Jeremia wurde gehasst, weil er die Wahrheit sagte. Die haben ihn in die Grube geworfen und Jeremia sagte, ich wusste gar nicht, dass sie mich so hassen. Wie ein Lämmlein heißt es da in Jeremia 9, Vers 11. Und dann hat er einen Diener gehabt, einen Knecht, einen Schwarzen, Ebed-Melech. Ebed heißt Knecht, Melech heißt König. Der Knecht des Königs. Und der hat gesehen, wie sein Prophet in der Grube liegt. Und er hat seinen Kopf riskiert. Er ging zu dem gottlosen König Zedekia, dem letzten König Israels, und sagte, hol Jeremia daraus. Der stirbt sonst. Es war Trockenheit, es war das Gericht von Hungersnot und Trockenheit. Hol ihn raus, er stirbt sonst. Und der König sagt, ja, hol mal die Lumpen hier aus der Lumpenkammer und hol ihn heraus, hol ihn mit deinen Männern heraus. Und Gott gebrauchte Ebed-Melech, den Schwarzen, den Diener des Staatsbeamten, den Diener Jeremias, das war der Staatsbeamte damals von dem König in Israel, um Jeremia zu retten. Und daraufhin sagte Gott, weil du mir vertraut hast und nicht an deinen Kopf gedacht hast, werde ich dich bewahren, wenn ich Israel in die Gefangenschaft führe. So ist Gott. Komme ich um, so komme ich um. Wenn wir nur, wie wir es gesungen haben, Jesus an erste Stelle setzen, über alles lieben, dann kriegen wir es hundertfältig zurück.
Und so hat Gott Ebed-Melech gebraucht, diesen Schwarzen, um aller Welt zu zeigen, wer glaubt, gewinnt. Alle Nationen. Und dann der zweite, Apostelgeschichte 8, sehen wir wieder einen Staatsbeamten, der Finanzminister der Königin Kandaze. Ist auf dem Weg von Jerusalem, hat die Schriftrolle in der Hand und versteht nicht, was er liest. Und da wird durch den Heiligen Geist Philippus gerufen, geh mal da auf die Straße. Und dann sieht er, wie er liest. Und dann sagt er, verstehst du auch, was du liest? Wie kann ich verstehen, wenn es mir niemand erklärt, sagt der Finanzminister von Äthiopien. Und dann erklärt ihm Philippus anhand von Jesaja 53 den Herrn Jesus. Er verkündigt ihm den Herrn Jesus. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann ging der, er hat dann sofort sich taufen lassen. Glaubst du auch wirklich, fragt nochmal Philippus, also es muss geprüft werden. Ja, wurde gleich getauft und brachte das Evangelium nach Afrika. Ein Afrikaner, zum zweiten Mal ein Staatsbeamter. Gott gebrauchte einen Staatsbeamten, einen Schwarzen von Äthiopien im Alten Testament, einen Staatsbeamten im Neuen Testament, auch aus Äthiopien. Und dann Apostelgeschichte 13, Vers 1, lesen wir unter den ersten Bibellehrern Niger Simeon. Ein Schwarzer. Gott hat also dafür gesorgt, dass alle Nationen, die ganze Welt durch Afrika gesegnet wurde, mit einem Repräsentanten, mit zwei Repräsentanten des Staates und mit einem Repräsentanten für die Kirche, und zwar in ihrem wichtigsten Dienst. Wie heißt es Apostelgeschichte 2, Vers 42? Sie versammelten sich regelmäßig, um die Apostellehre weiterzugeben. Das ist die Grundlage, die gute Lehre, die mein Gott mir in Montevideo einzigartig geschenkt hat. Und dann Gemeinschaft und dann Abendmahl und dann Gebet, der Apostellehre. Dann kam der Abschied, ich musste oft liegen, weil ich es nicht mehr schaffte. Dann kam doch die Kathi mit ihrem kleinen Emanuel und setzte ihn auf mein Bett. Und ich sang mit ihm, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich, ihr kennt sicher, Jesus liebt dich, er vergibt dir, komm zu Jesus, in Englisch. Und dann, man kann es hier schlecht sehen, ich habe das nicht gemerkt, aber meine Hanna hat das fotografiert, ich merkte gar nicht, wie er sein Händchen ausstreckte und dann spürte ich sein Ärmchen um mich in seine Wange. Ja, es war, Afrika streckt seine Hände aus nach Gott. Alle, die Kleinen und die Großen. Dann ging es nach Ruanda, Kigali bei Nacht und bei Tag. Dort hatte mein Schwager und meine Schwester in dem Gästehaus von der Mission von Kassel Frohe Botschaft, Mission Frohe Botschaft, eine Arbeit angefangen, eine Werkstatt aufgerichtet. Und dort haben sie 5 afrikanische Kinder angenommen. Das sind ihre Kinder und dann wollten sie gerne, dass ich gleich am Sonntag mit ihnen Mittag esse. Und nach dem Essen habe ich gesagt, jetzt muss ich mich legen, sonst geht's nicht mehr. Und dann waren sie rings um mich und dann durfte ich ihnen auch wieder die Wichtigkeit der Wiedergeburt, den Herrn Jesus verkündigen und etwas vom globalen Heilsplan Gottes. Und dann wisst ihr, 1994 war der furchtbare Genozid, Völkermord. Die Hutu haben die Tutsi grausamst ermordet. Und wir haben dann besucht das Genozidmemorial, das gemäß dem Yad Vashem in Israel aufgebaut wurde. Es ging keiner trockenen Auges hinaus. Und die Kinder haben dann gebetet, gib du mir wieder Eltern, woraufhin mein Schwager und meine Schwester 5 afrikanische Kinder angenommen haben. Und er bereitete dann für mich auch einen Besuch im Behindertenheim. Und er hatte ihnen allen schon eine Bibel geschenkt. Und es war für mich bewegend, dann
Ich dachte, ich kann Ihnen ein tieferes Wort geben. Sie sind durch viel Leid gegangen, Sie haben die Bibel. Dann habe ich Ihnen auch erklärt, Galater 2, nun lebe ich nicht mehr ich, sondern Christus durch mich. Also nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache Jesus. Und Sie waren sehr dankbar, haben auch gesungen, getanzt. Und dann hatte ich meinen Rollstuhl da und mein Gerhard hatte ihn mir besorgt, damit ich mit kann beim Familientreffen. Und sie brauchten einen, dann habe ich ihnen meinen dagelassen mit Freuden. Tja, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, auch hier. Ich konnte auch nicht mit jedem sprechen, aber ich durfte jeden segnen. Dann noch ein Abschiedsessen mit Letizia, einer dieser Kinder meiner Schwester, der Angenommenen, die auch behindert war, habe ich dann einmal noch eingeladen, bevor wir abflogen an dem Freitag. Und die andere, die Charlotte, die mir dieses Kleid hier geschenkt hat, die kam dann und hat uns dann nochmal mit ihrem Mann eingeladen. Und am letzten Tag eine Hochzeit, eine besondere Hochzeit. Das seht ihr schon hier, wie die das aufgebaut haben. Gell? Es war wunderbar zum Abschied nochmal, das mitzuerleben. Ja, und dann wurde ich erinnert an unsere Hochzeit vor 22 Jahren. Mein Gerhard hat 22 Jahre für mich gebetet, bevor wir heirateten. Und er erzählte mir, mit 25, als er sich bekehrte, hat er gebetet, gib mir eine Frau, die ich versorgen kann. Das war für mich sehr bewegend. Und als ich ausgesandt wurde, 1979, da saß er unter den vielen 600 Teilnehmer, waren das Mitglieder in der Gemeinde. Da saß er unter den Gemeindegliedern und hat mir erzählt, ich weiß das, wusste das ja nicht, von da an habe ich für dich gebetet, weil du behindert warst. Und dann saß ich ihm gegenüber oder mir gegenüber im Restaurant, da war ich noch mit meiner erstmals jüngsten Schwester Karin, da saß ich euch gegenüber, das weiß ich nicht, aber wunderbar, wie Gott das vorbereitet hat und einzigartig gesegnet. Als wir heirateten, sagten sie, macht alleine weiter. Und daraus wurde ein 20-jähriger gemeinsamer Dienst. Es war für mich das Größte, dass mein Gerhard mir das Abendmahl austeilte, uns allen. Er wurde in der Gemeinde eingesetzt und dann sagte eine Schwester, mach's doch noch bei mir. Und dann sagten die Geschwister, als die Schwester ins Altenheim musste, macht's bei euch. So ist es entstanden. Dann die Bibelstunden, die Bibelrüsten, die Kollegs. Mir war es wichtig, gute Bibellehre, habe ich Professoren dazu eingeladen in Zafelstein. Dann die kleinen Konzerte, singt und spielt dem Herrn, die Büchertische. Möchte euch herzlich einladen, nachher mitzunehmen, die Hirtenbriefe. Da ist noch von meinem Mann einer dabei, habe ich extra mitgebracht. Dann die CDs, MP3 habe ich jetzt nicht mitgebracht. In YouTube können Sie schauen. Die Traktate können Sie gratis mitnehmen, auch das andere. Mein Mann und ich haben es immer so gemacht, wer nicht bezahlen kann, braucht nicht. Wenn es nur läuft und ihr betet, dass es weiterläuft, dass wir drucken können und versenden. Dann der Hirtenbrief, weil die Seelsorge überhand nahm, haben wir nur noch Weihnachten, Ostern und Pfingsten versandt, immer mit seelsorgerlicher Botschaft. Und 2018 bekamen wir den Flugverlag geschenkt von Pfarrer Lüscher. Wir konnten es nicht fassen, aber es ist so und ich habe auch einige Bücher, sehr wertvolle Bücher, eines Pfarrers, teilt aus, lest selber, teilt aus, damit der Herr hochgepriesen wird und wir mit von ihm gefüllten Händen einmal zu ihm kommen. Dann hat Gott uns gleich Mitarbeiter geschenkt, sonst wäre das auch gar nicht gegangen. Als ich nach Zafelstein kam von Montevideo, kam meine Freundin, da sagte sie, das schaffst du nicht. Ich war am Rande meiner Kräfte. Ich bete, dass du jemand bekommst. Dann kam meine Angelika. Als dann mein Mann und ich heirateten, heiratete sie später diesen kranken Mann, der Muskeldystrophie hatte und 2015 abgerufen wurde. Aber er machte die ganze Computersache für uns, YouTube, Internet, Buchhaltung. Und jetzt macht sie für uns die Buchhaltung. Die große Familie Puhan hat uns immer die Geräte geschenkt, nehmt auf, die Kassetten erst, dann die CDs, die MP3 und jetzt YouTube. Und der Bruder Kliever, er wurde uns in Zafelstein dazugegeben durch den Professor Gitt. Und dann haben diese drei gesagt, wir wollen deine Töchter sein.
Und Romana ist meine Israel-Korrespondentin. Die schickt mir immer aktuelle Nachrichten über Israel. Und da werde ich euch am Schluss noch vier, ganz kurz ist es nur, Videos zeigen, einzigartig. Und Angelika, meine Buchhalterin in der Mitte. Und rechts nach Gerhards Heimgang kam gleich eine junge Frau zu mir. Unser Stoffladen war zugegangen. Würden Sie mich einstellen? Herr Jesus, habe ich gesagt, finanziell konnten wir das nie. Ich brauche sie, sonst kann ich die Arbeit nicht alleine tun. Und in der Nacht werde ich wach um 2:30. Ich greife zur Losung. Da steht es, nachts stand der Herr bei ihm und sagte, sei getrost. Da habe ich sie am nächsten Morgen angerufen und gesagt, aufgrund seines Wortes stelle ich dich jetzt ein. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Aber der Herr, am 1. September war das, habe ich sie eingestellt. Und der Herr hat es bis heute geschenkt. Und ich muss aber immer weiter beten. Sonst kann ich es alleine nicht machen. Ja, das, Herr, schenke uns für dich in der verbleibenden Zeit auf Erden, Sünder für dich zur Buße zu leiten. Ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Also auch, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Möge jeder von uns einen und viele Sünder zur Buße bringen durch seinen Geist und durch sein Wort. Lukas 15, 7 und 10. Und das Zweite, verkündigt, der Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln. Das gehört auch zu unserem Auftrag. Jeremia 31, Vers 10. Er wird sie hüten wie ein Hirte seine Herde. Und das Dritte, dass mein Dienst angenehm werde den Heiligen. Römer 15, Vers 31. Und dieses Jahr eben 75 Jahre Israel, 14. Mai 1948. Denn von Israel haben wir die Bibel und den Herrn Jesus. Und hier in Bad Nauheim zu meiner Zeit war der Ibn Saud hier. Vielleicht einige von euch erinnern sich. Und jetzt hat mir meine Romana das geschickt von dem saudischen König, der dabei ist, ein Friedenskommen mit Israel abzuschließen. Wie Gott seine Prophetie erhört. Und der Herr Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Seht an den Feigenbaum und alle Bäume, Lukas 21, Vers 29, wenn sie jetzt ausschlagen, nämlich der Feigenbaum Israel, der Feigenbaum in der Bibel spricht von Israel, und die alle Bäume ringsherum, das sind die arabischen Länder, die 1948 Israel sofort ins Meer werfen wollten, aber durch die UNO und durch die Unterschrift 11 Minuten nach der Verkündung des Staates hat der Präsident Trump in den USA unterschrieben, da war es gemacht, aber dann wollten sie sie alle ins Meer werfen. Wenn sie jetzt ausschlagen, jetzt schlagen sie aber aus, so seht ihr es an ihnen und merkt, dass jetzt der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, anfangen, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Ja, und dann bekamen wir Anfragen von Leipzig, von Frankfurt, von den Nationalbibliotheken. Bitte schicken Sie uns alles analog und digital. Wir sammeln es hier für die künftigen Generationen. Alle unsere Veröffentlichungen, das ist sehr viel Arbeit. Und nach der Übernahme des Lüscher Verlages wollen auch die Berner es haben in der Schweiz, die Nationalbibliothek in Bern und Stuttgart, die Landesbibliothek bat um unseren Hirtenbrief. Und mein Mann und ich haben damals schon gesagt, es ist so viel geworden. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Wortes. Das ist das Wichtigste, um den Menschen ein Segen zu sein. Nun ist mein Gerhard als das Weizenkorn, mein geliebter Mann, in die Erde gefallen und dort erstorben. Und der Herr Jesus sagt, wenn es nicht erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, so bringt es viele Frucht. Und das ist mein Anliegen, dass aus meines Gerhard Leben und Sterben auch sein Wort erfüllt wird. Er bekam das Wort aus Nahum 2, Vers 1. Seht da die Füße eines Freudenboten, der Gutes, Heil und Frieden verkündigt. Und mein Taufwort war, das habe ich aber erst entdeckt, neu entdeckt, als ich heiratete und meine alten Sachen auspackte, geht hin in alle Welt und lehret alle Völker. Das war mein Anfang. Und ich komme gerade aus Herborn-Seelbach. Da habe ich meine erste Predigt dort in der Kirche halten dürfen. Ja, es bewegt mich alles sehr. Die Gnade unseres Herrn. Das ist mein Taufwort. Ja, aus dem Jungscha-Büchlein habe ich es entdeckt. Lehret alle Völker.
Und dann kam ich in die Stadtmission hier durch meine Eltern in den Jugendbund und da waren mir besonders zum Segen Herr und Frau Preuß. Meine Mutti war ja sehr krank und wir Kinder, die Karin war erst 9, die Doris 13, die Gabi 14, ich 15. Und in dieser Zeit besuchte uns Bruder Preuß regelmäßig. Dann hat er immer ein Wort mit uns gelesen und gebetet. Und es war mir so ein Trost, unvergesslich. Das habe ich immer in meine Dienste nachher genommen und vielleicht auch gesungen. Jedenfalls heute noch singe ich die Lieder, das alte grüne Jugendbundlied. Ich habe einen herrlichen König oder Kinder des Höchsten auf Erden. Die Blumen sind verblüht im Tal, ein wunderbares Adventslied. Unvergesslich für meinen späteren Dienst. Und dann in meinem letzten Heimaturlaub 1993 kam Frau Preuß auf mich zu und sagte, weißt du, es gibt 3 Arten, dem Herrn zur Verfügung zu sein. Erstens, ihm zu dienen. Zweitens, für ihn zu leiden. Und drittens, leidend ihm zu dienen. Und er sagte, das dritte hat er für dich ausersehen. Es hat mich so getröstet von da an. Und so durfte ich durch Gottes Gnade bis jetzt seinem Ruf folgen, zuerst 3 Jahre in meiner evangelischen Kirche, wo ich zuallererst den Herrn Jesus lieb gewann, der das Licht ist und ich wollte nicht in der Finsternis bleiben. Dann die 15 Jahre in Südamerika von 1979 bis 1994. Dann 1994 nochmal bis zu unserer Heirat 2001, der Dienst in Haus Felsengrund. Ich lade euch herzlich ein nach Haus Felsengrund. In 2 Wochen ist mein Dienst dort. Von Donnerstag bis zum Freitag nächster Woche das Kollekt, das kleine Konzert und die Bibelrüste. Und wir haben einen Missionsvortrag aus Laos. Herzliche Einladung, wer kann, nach Haus Felsengrund zu kommen. Ihr habt es in den Hirtenbriefen hinten, wenn ihr sie mitnehmt. Ja, und dann 2001 die wunderbare Heirat mit meinem Gerhard. Über 150 Gäste und aus aller, ja, von Südamerika und Europa. Und dann der wunderbare Dienst. Und hier dürfen wir alle Jesu höchsten Wunsch erfüllen. Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennen würde, Lukas 12, 49. Aber ich muss mich vorher noch taufen lassen mit einer Taufe. Golgatha, das war für den Herrn Jesus, hat ihn alles gekostet. Mit welchen Ängsten, mit den tiefsten Ängsten. Aber doch aus Liebe zum Vater und zu dir und zu mir ging er an das Kreuz. Und seit Pfingsten brennt dieses Feuer, denn dann konnte er nach seiner Auferstehung dem Vater das Blut bringen und hatte damit den Anspruch, Vater, nun erfülle deine Verheißung und sende den Geist auf Erden. Das Feuer der Liebe Gottes brennt seit Pfingsten, um zu retten, die noch fehlen zur Vollzahl der Nationen, Römer 11, Vers 25, um dem Vater eine Braut zuzuführen, das ist unser aller Auftrag, und um Israel, das sagt Paulus in Römer 11, Vers 12 und 14, macht Israel eifersüchtig durch einen heiligen Wandel, dass sie erkennen, das ist ja unser Messias, den brauchen wir auch. Geht hin in alle Welt, durchs Gebet, durch Gaben, durch Gehen, lehret alle Völker. Wir brauchen die gesunde Lehre, was wir wissen, dass demnach leben wir dann auch. Wenn ich Irrtum habe, dann kann ich auch den Herrn nicht so lieben. Aber je tiefer er uns hineinführt in sein Wort, umso mehr wächst die Liebe. Und er sagt in Matthäus 13, alle 4 Samen haben gehört, aber nur einer hat verstanden. Sage ich, ja Jesus, ich will dich verstehen. Die Liebe will verstehen und verstanden sein. Afrika, Kuba, jetzt beten wir für September. 2 wollen mich begleiten. Danke, wenn ihr mitbetet. Ob der Herr auch das gelingen lässt, Kuba noch einmal, ich kann das ja dann nicht mehr. Und dann in den nahen, mittleren und fernen Osten. Ja, und alle Kontinente, eine Braut für seinen Sohn. Und jetzt würde ich gerne abschließen mit den letzten Videos, den letzten 4 Videos. Die zeigen, wie Gott die Prophezeiung Jesu erfüllt. Wenn ihr seht, den Feigenbaum und alle Bäume. Ich habe nur 4 herausgenommen, aber so einzigartig. Wir leben in der Zeit, wo er es erfüllt. Der erste von Vereinigte Arabische Emirate. Musik.
Und jetzt kommt Bahrain. Da wischt er sich eine Träne aus den Augen, der Staatspräsident von Bahrain. Mit Israels Staatspräsident. Und Marokko, die sie ins Meer werfen wollten, werden jetzt Freunde und schließen offiziell Frieden. Aber es gibt viele Kämpfe, ihr verfolgt es. Amismar, yedagel et nishko. Dagel, check! Und das Letzte, so köstlich, mit Tunesien. Tunesien. Wir wollen jetzt ein Lied singen, das vom Text her unbekannt ist. Der Text wird aber projiziert und die Melodie ist Ihnen aber bekannt. Genau. Vielleicht darf ich gerade noch mal sagen, die letzte Strophe, da haben wir, weil es der Höhepunkt ist, zwei Zeilen noch mal wiederholt und ganz am Ende auch die letzte Zeile nochmal wiederholt, dass Sie bei der letzten Strophe dann gut hören, wie Schwester Renate spielen wird. Vielen Dank.
wenn Sie wollen.